Bereits zum fünften Mal hieß es auf dem Campus der Lübecker Hochschulen, Wirtschaft trifft Wissenschaft. Die IHK zu Lübeck, die Fachhochschule und die Universität der Hansestadt haben Mitte November wieder zum Karrieretag auf dem BioMedTech Wissenschaftscampus eingeladen. Ihr Ziel, Studierende mit Unternehmen in direkten Kontakt zu bringen, um die Nachwuchskräfte so in der Region zu halten. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten, wie die Präsidentin der FH Lübeck, Dr. Muriel Kim Helbig, erläutert. Für uns ist dieser Karrieretag gleich an mehreren Stellen ganz, ganz wichtig. Zum einen für die Studierenden schon während des Studiums. Hier werden Bachelorarbeiten, Abschlussarbeiten, Praktika angeboten. Wir können also direkt schon während des Studiums in ganz engen Kontakt mit dem Praxisbezug treten, den uns die Wirtschaft bietet und der für uns sehr, sehr wichtig ist. Nach dem Studium suchen unsere Studierenden Arbeitgeber. Das ist natürlich auch eine sehr gute Gelegenheit, um hier in den Dialog zu kommen und auch um zu sehen, was überhaupt gesucht wird. 36 namhafte Unternehmen aus der Region präsentierten sich den mehreren hundert Studierenden im Foyer des Audimax, das zu einem Marktplatz der Karrieren wurde. Die Unternehmen informierten über ihre Angebote, Einstiegsmöglichkeiten in die Arbeitswelt und berufliche Perspektiven. Für sie war es die perfekte Möglichkeit, sich als attraktiver Arbeitgeber vorzustellen und akademisch geschulte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Wir sind schon zum vierten Mal ungefähr hier am Karrieretag und ich finde die Atmosphäre immer sehr locker. Man kann recht ungezwungen Studierende kennenlernen, die entweder gerade ihr Studium beginnen, das hatten wir ja vorhin auch schon gehabt, die uns noch gar nicht kannten als Unternehmen und teilweise auch welche, die jetzt kurz vor dem Abschluss stehen und kann sich präsentieren als Arbeitgeber und darauf hinweisen, was uns auszeichnet. Also dass es mehr als eine Homepage bieten kann, es ist persönlicher Kontakt und man kann auch auf die individuellen Fragen dann gleich eingehen. Auf der Karrieremesse unterstützten Experten die Studierenden auch mit individuellen Beratungen, zum Beispiel bei der Gestaltung ihrer Bewerbungsmappen und ihrer Finanzplanung. Für viele Studierende waren die 15 Unternehmenspräsentationen im Hörsaal der ideale Anknüpfungspunkt, um attraktive Arbeitgeber im Anschluss direkt anzusprechen. Ja, ich bin heute hier, weil ich ein paar attraktive Arbeitgeber für mich finden möchte, weil ich bald mit dem Studium fertig bin und dafür muss man ja auch mal aus der Uni ausbrechen können. Ausbrechen, Karriereluft schnuppern, Kontakte knüpfen. Das ermöglichte der Karrieretag 2015. Er setzt ein starkes Signal. Die Region hat beides, die Fach- und Führungskräfte von morgen und die attraktiven Unternehmen.